Dann wollen wir uns mal um die Schmelzöfen kümmern, um die Bäume kümmern und um die blauen Tränke. Was fehlt euch jetzt noch? Grüne Ärmchen? Batterien. Grüne Ärmchen wären hier. Wie kriegen wir die grünen Ärmchen jetzt am besten hinten hin? Einfach hier durchlaufen lassen, oder? Wir hatten dich nach da unten gestellt, damit wir bei den roten Dinger mehr Platz hätten. Okay. Also wir könnten jetzt die von oben kommend rechte Seite, also ne, die Seite hier, könnten wir jetzt mit den roten. Hast du richtig rum? Ne, okay. Die von oben kommend rechte Seite könnten wir hier das Kupfer rausnehmen und dafür die roten Chips da reinlegen. Dann könnten die roten Chips hier unten benutzt werden. Aber werden rote Chips für so viele Sachen gebraucht? Und wir haben noch nicht alles erforscht, das ist gerade schwer zu sehen. Und für blaue Chips. Ja, okay. Also ja, rote Chips brauchen definitiv auch ein Feld. Brauchen wir später noch Kupferdraht für die blauen Chips? Nein. Die blauen Chips werden eh oben gemacht. Und die Engines brauchten auch rote Chips, die wurden aber auch oben gemacht. Also die roten Engines. Das heißt, wir könnten hier lang die roten Chips laufen lassen. Weil die roten Chips scheinen nur für die blauen Tränke interessant zu sein. Okay. Und wie kriegen wir jetzt die blauen Tränke von hier nach da? Das ist das nächste Problem. Wir brauchten also ein Untergrundding. Das heißt, du müsstest hier kurz weg. Müsstest hier hin. Was genau nimmst du von da hinten? Gar nichts. Hä? Warum, warum? Gut, du nimmst von da Stahl, das ist richtig. Du. Was zur Hölle habe ich hier gebaut? Du brauchst kein Plastik, also warum nimmst du von da Plastik? Du brauchst noch Ärmchen und Batterien. Sehr, sehr komisch. Du. Ah, genau, du brauchst jetzt endlich einen Abnehmer. Okay. Du. Wir können ab hier das Eisen kappen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich mache jetzt hier so. Das heißt, Eisen kommt hier zwar noch an und wird auch später noch weiter fließen. Allerdings. Na, weiter oben noch. Allerdings nur auf einer Seite. Das heißt, hier unten geht das dann weiter. Ja. Dann brauchen wir ein normales Ärmchen. Kann ruhig ein schnelles sein. Das legt es auf die linke Seite. Gut. Und du legst dann die Dinger da auf die rechte Seite. Also von oben kommt linke Seite. Ja, sieht okay aus. Gut. Und die kommen jetzt hier nach darüber. Boah, ist das doof. Können wir dich nicht lieber woanders hinsetzen? Ja, die Batterien kommen da runter. Ja, also jetzt müssen wir die Batterien runterbringen. Dann können wir weiter rumwuseln, wie wir wollen. Wir könnten die Batterien auch hier auf der linken Seite runterbringen. Das wäre noch besser, oder? Oh, wir sollten das hier mal verlängern, damit da. Nee, nicht dahin. So. Dann könnten wir die Batterien bis hier runterbringen. Die bräuchten sie aber eigentlich hier. Nö, brauchen wir nicht. Wir könnten die ganze Fabrik oder sollten die ganze Fabrik hier aufbauen. Da sind wir an den grünen Ärmchen dran, wir sind am Stahl dran, wir sind am allen dran, was wir brauchen. Du, blaue Tränke. Genau, du kannst Stahl von da nehmen. Ist der falsche.
Stahl von da nehmen. Kannst rote Chips. Rote Chips sind jetzt ein Problem, hm? Zahnräder. Ich glaube, Zahnräder brauchen wir unten jetzt auch nicht mehr. Kann das sein? Ne, Zahnräder werden oben für die ganz anderen Sachen verbraucht. Okay, dann machen wir jetzt hier ähnlich wie da so einen Cut. Können wir auf der gleichen Höhe auch ruhig machen. Da. Du wirst wahrscheinlich ein intelligentes Ärmchen sein müssen. So, sonst klaust du auch den Draht. Genau, intelligentes Ärmchen. Du schnappst bitte... welches von beiden? Brauchen wir Kupferdraht oder Zahnräder hier unten noch für irgendwas? Ich glaube, Zahnräder ist ziemlich Low-Tech-Zeug. Ja, Iron Gear Wheel, für die bräuchten wir es zum Beispiel noch. Sonst könnten wir das hier einfach abtauschen. Also mache ich hier einfach so. Brauchst du noch was von da? Ja, du brauchst das Kupferdraht, das ist okay. Warte mal, so müsstest du das auch schon nehmen, ne? Warum nimmst du kein... Achso, die müssen raus. Ja, so funktioniert das auch schon. Und dann nehmen wir dich mal weg und setzen wir dich dahin. Und du... Genau. Machst da ein neues Fließband, wo die Chips raufkommen. Ganz einfach. Bis hier runter. Und auf das Fließband müssten wir jetzt irgendwie noch Batterien bekommen. Das, von da ganz oben. Das wird nichts. Aber das ist schon mal ein Anfang mit den roten Chips hier. Das heißt, du bekommst hier noch ein normales Ärmchen. So. Jetzt, nächstes Problem. Wir müssen von hier aus die Sachen wieder nach da hinten bringen. Das heißt, wir brauchen hier jetzt wieder ein unterirdisches Ding. So. So, okay. Das liegt denn hier hinten die Sachen drauf im langen Ärmchen. Langes Ärmchen. So. Fließband. Da. Unterirdisch. Nee. Unterirdisch. So. Keine Bäume zerstören. Nein, 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 nein. Bäume sind unsere Freunde und so. Da, da. Die Freunde, die andauernd im Weg stehen. Unterirdisch. So. Das sollte hinhauen, okay. Eventuell haben wir nicht... Ja genau, hier ist unterirdisch, da, da. Da, da. Und hier jetzt ein Knick. So. Oh, warte. Vielleicht einen weiter. Ich habe kein Werkzeug mehr. Bitte bau mir tolles Werkzeug. Stahlaxt. So. Alle richtig rum, alles funktioniert. Warum kommen noch keine blauen Tränke? Weil die Batterien fehlen und die Ärmchen. Okay, Ärmchen kannst du dir von hier nehmen. Das solltest du dann auch mal tun. Eins reicht. Batterien. Wir könnten die Eisenplatten hier echt ändern. Aber wie bekommen wir die Batterien jetzt nach unten? Welches Fließband? Könnten das... Nee... Wir könnten einfach hier noch eine Reihe Fließbänder machen, die werden noch gar nicht genutzt. Also hier eine Reihe Fließbänder und das dann darüber schmuggeln. Nee, ich nehme lieber das Kupfer hier. Ja, okay. Also Plan ist jetzt, wir machen die von oben kommende rechte Seite vom Kupfer weg. So. Indem wir was? Wo kommt das momentan alles her? Es kommt alles von hier.
da einen Cut. Setzen da ein schnelles Ärmchen hin. Machen hier alles weg. Machen da einen unterirdischen Ausgang. Lassen das hier runterlaufen. So, ist jetzt nur auf der Seite. Gut, das kann alles weg. Nom 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 nom. So. Und dann müssen wir oben intelligente Ärmchen hinsetzen. Davon brauche ich jetzt noch. Brauchen wir 5 davon. Ups, zu weit gelaufen. Genau hier. Hier sind nämlich momentan alles querbeet hin und her geladen. Du machst Plastik, genau. Und du machst bitte nur Plastik und du machst bitte nur Batterien. Plastik. Batterien. Batterien raus. Bzzz. Batterien rein, Plastik raus. Wir haben extrem viel Plastik. Das ist gut. Ne? Wir hatten ja in der letzten Welt doch ein paar Engpässe, was Plastik anging. Also kann sich das ruhig hier stauen, wie es will. So, und die Batterien von hier haben jetzt einen schönen Puffer. Das ist gut. Dann kriegen sie ein Ärmchen. Was? Wir haben normale Ärmchen da. Kriegen ein Ärmchen, die kriegen Strom. So, dann fließt das runter. Hier hin. Und braucht dann diese halben Ärmchen. Ding. Und langsam, langsam trudeln die Batterien runter. Richtung dahin, wo sie gebraucht werden. Goodie. Da kommen sie an. Und jetzt müssen wir sie von hier rüberholen. Hier hin. Was nicht ganz so schön ist. Wir machen es am besten. Wir können einfach jederzeit überall so ein... Oh, warte. Wir könnten... Long Output Insert. Ich guck mal ganz kurz was. Du. Du bist falsch. Wo ist der Unterschied zwischen dem Arm hier? Also dem dunkleren. Und dem Arm hier. Achso, die einlegen es auf die Innenseite, die andere auf die Außenseite, okay. Da einfach durch. Ja, komm, okay. Oh, Problem. Ich weiß nicht, ob das Ärmchen jetzt das Kupfer da auch wegnimmt. Wir bräuchten intelligente, lange Ärmchen. Ich glaube, das können wir noch nicht. Dann halt hier, 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 hier. Einfach eine Lücke reinmachen, dann geht das auch. So. Dann nimm bitte mit einem intelligenten Ärmchen da Batterien raus. Nicht. Das da. Genau. Das läuft dann hier lang. Wir haben keine Fließbänder mehr. Das sollten wir ändern. Wo sind Fließbänder? Hier sind Fließbänder. Schön viele Fließbänder. Goodie. So, da lang, da lang, da lang. Dann... Ein Feld noch hier, dann unterirdisch. So, so. Und da stauen sich die dann und werden hier reingetan. Gut, 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 gut. Also, blaue Tränke laufen jetzt. Bei einer einzigen Fabrik. Das ist der Haken. Wir hätten das vielleicht so aufbauen sollen, dass gleich 2 Fabriken damit befüttert werden. Ja. In einem Notfall können wir hier noch eine Kurve machen und das dann unterirdisch laufen lassen. Hier hinter und dann darunter weiter. Aber wichtig erstmal, dass es eine Fabrik ist. Wir können ja später auch noch eine Assembly Machine 3, Assembly Machine 4, Assembly Machine 5 hier draus machen. Dann läuft das Ding ultra schnell. Dann läuft das so schnell wie 4 normale Fabriken, also blaue Fabriken. Ich denke, dadurch, dass wir halt Ditec installiert haben, müssen wir uns ein bisschen lösen von den Vanilla-Gedanken. Vanilla-Gedanke wäre halt, wir brauchen mindestens 6 von den grünen Chips, wir brauchen mindestens 4 von den roten Chip-Fabriken und so weiter und so weiter. In Vanilla gibt es aber nicht... Wo sind die Dinger? Wo sind die besseren Fabriken? Ich glaube, es ging bis Stufe 6 oder so bei Fabriken hier. Module, nein... Processing, das sind die Schmelzöfen, Kisten, nein.
Oh, was haben wir hier für Ärmchen? Fast Half Output Inserter. Ah, very fast Output Inserter. Gut, 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 gut. Ja, aber die meinte ich gar nicht. Trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Das ist das Wichtigste. Wir können einfach höhere Fabriken bauen und dann reicht hoffentlich hier das eine Ding. Oder halt die ganz tollen Module. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich Gummibäume anpflanzen, diese Folge. Ah. Hier, gib mir ganz viele Gummibäume.